Hallöchen! Ja, das 12. Spiel in meinem Turnier. Diesmal Newcastle gegen Real Madrid. Auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Hoffentlich wird es interessanter als das letzte. Und wenn ihr das letzte gesehen habt, dann wisst ihr genau, was ich meine. Hier seht ihr die Spieler Real Madrid. Und hoffentlich gleich von Newcastle, ja, da kann man die ein bisschen sehen. Ich glaube, ich habe gerade Scheiß drauf. So, die Aufstellung von Newcastle. Ein 4-3-3 mit Pope, also den echten Papst im Torwart, das ist krass. Der Trainer ist Eddie Howe, oder Howe. Und im Sturm hat Newcastle Isaac, Wilson und Almiron. Mhm. Nee, Isaac. Keine Ahnung. Na doch, war richtig mit Real Madrid und so. Okay. Und die Aufstellung von Real Madrid ist auch ein 4-3-3. Mit Curtis im Tor. Der Trainer ist Carlo Ancelotti. Rüdiger in Verteidigung, den hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Muss gleich Miesny. Sorry. Vinicius Junior, Benzema und Rodrigo im Sturm. Hier nochmal Gruppenkuscheln. Und kann der andere Kommentar nochmal seine Fresse halten. Und danke an alle, die Gesundheit gesagt haben. Ziemlich nett. Die es nicht gesagt haben. Bist ein schlechter Mensch. Joke. Und das Spiel fängt jetzt an mit Real Madrid am Ball. Ich will ein gutes Spiel heute sehen. Nicht nach dem letzten, das war komplett scheiße. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr es gesehen habt. Egal, ich will nicht darüber reden. Real Madrid am Ball. Das war kein guter Pass, weil der Verteidiger schon da war. Und da wird sehr gut sein Körper eingenutzt, damit der Stürmer seinen Ball verliert und auch die Fresse fliegt. Das war ein sehr kalkulierter Angriff. Aber Newcastle United ist immer noch am Ballbesitz. Benzema ist Spieler im Fokus. Sehr cool. Real versucht durch ständiges Pressing den Ball zu bekommen, was aber bisher noch nicht so gut funktioniert. Das war ein guter Versuch, aber der Ball wurde geklärt. Der rennt, Benzema rennt nach vorne, aber der wird. Der Typ wollte wahrscheinlich, dass der Schiedsrichter pfeift, so wie er seine Arme in die Luft gehoben hat. Aber das wird nichts. Schönes Bild von der Person. Kenne ich leider nicht. Der hat seinen Einwurf gefälscht. Aber dann kam auch der richtige. Pass wird abgefangen. Real Madrid am Ballbesitz. Und die rennen nach vorne. Kommt der Steilpass nach unten? Da kommt der Steilpass nach unten. Das könnte jetzt gar sehr gefährlich werden. Aber der ist nicht so gut im Laufen anscheinend, weil er nicht angefangen hat zu laufen, aber der Ball ist immer noch bei denen. Die spielen in die Mitte und wird das doch das Tor? Und der Torhüter hat den Ball abgefangen. Sehr gut vom Papst. Nicht ohne Grund ist da auch der Papst. Sehr gut gemacht. Newcastle jetzt aber auch mit dem schnellen Angriff wieder. Vielleicht wird das ja auch die Torchance und er schießt und trifft. Newcastle, 17. Minute, 1-0. Von... Alter, kann er mal bitte von seinem Rücken weggehen? Ich kann seinen Namen nicht lesen. Kannst du bitte... Hallo? Nein, okay. Da feiern die Fans in ihren Trikots. Hier sehen wir es nochmal. Der schöne Pass und sehr schön direkt geschossen. Sehr, sehr gut. Also es ist auf jeden Fall schon mal spannender als das andere Spiel. Sagst du, wie es ist?
Der Torschütze war Wilson. Sehr cool. Newcastle, die ist schon mit dem 1-0 vorne. Das ist schon ein sehr guter Punktestand für die ersten 20 Minuten. Aber es könnte sein, dass Real Madrid das wieder ausgleichen wird. Doch nein, die Verteidigung hat den Ball noch an sich genommen, damit kein Schussball rumkommt. Unten ist komplett frei, aber Stein passt nach unten. Kommt noch einer. Nach oben meine ich, kommt noch unten. Ja, kommt nach unten. In die Mitte. Es könnte weitere Chance sein, aber der Verteidiger hat den Ball weggenommen. Er wäre fast noch ins Ausgerollt. Hat er aber noch aufgehalten. An der Grenze des Auses, das war auch sehr knapp. Und der Ball kommt in die Mitte. Es könnte die Gelegenheit für Real Madrid sein. Doch der Spieler ist da, schießt ihn ins Aus, damit jetzt eine Ecke kommt. Das könnten sie besser verteidigen als den Angriff, der gerade war. Hätte er nicht ins Aus geschossen. Der hat noch irgendwie seine Familie gegrüßt oder so. Ich grüße mal auch. Hallo. Okay, so, Ecke. Aber Newcastle ist da und klärt ihn. Doch Real Madrid ist immer noch im Ballbesitz. Das könnte jetzt gefährlich werden. Wenn er jetzt nach hinten passt. Seht ihr ihn? Er sieht ihn, glaublich. Doch, doch. Er könnte. Ah! Das war ein riskanter Pass zu machen. Der Torhüter oder auch der Verteidiger hätte den Ball bekommen können. Hat er ja auch. Haben wir am Ende ja gesehen. Junge, niemand juckt diesen Ballbesitz. Verdammte Scheiße, Digga. Ey, immer wieder. Kann man das irgendwie ausschalten? Meine Fresse. Okay, egal. Egal, egal, egal. Real Madrid am Ball wieder. Der geht vorbei, aber ist nicht genug gewesen. Newcastle mit dem Ballbesitz. Vielleicht wird das ja die Chance, aber sehr starker Körperkontakt. Wahrscheinlich auch zu stark für den Schiedsrichter, denn jetzt gibt es Freistoß für Newcastle. Ich glaube, es ist erstmal sogar, dass es wirklich einen Freistoß gibt in diesem Turnier. Aber das ist viel zu weit entfernt, um daraus irgendwie ein Tor hinzukriegen. Also muss das wahrscheinlich ein Pass sein. Oh, eine Flanke sogar. Und er versucht es mit dem Kopfball. Aber war nichts leider. Das war ein riskanter Wurf. Oder Roller, was auch immer. Immer weil da zwei Newcastle-Spieler an dem Spielern waren. Und Newcastle hat wieder die Chance. Doch Real Madrid ist bereit. Holt sich den Ball wieder. Real mit dem Sprint. Das könnte sehr gut sein. Und die Lücke. Kommt der Schuss. Und der Schuss. 1 zu 1. Der Ausgleich. Ausgleich von Real Madrid. Digga, was so fick. Oh, yo. Ey, ich habe gerade das Innere von Vinicius Junior gesehen. Es hat sich auch richtig falsch angehört, out of context, also naja. Ja, okay. Der hat einfach Edge-a-Badge-Gesicht gemacht. Und Newcastle-Trainer ist nicht zufrieden damit. Der darf aber nicht vergessen, dass es ja nur noch das Unentschieden ist. Da kann noch viel passieren auf Seiten Newcastles. Aber natürlich auch auf Seiten Reals. Es könnte 1-1 zur Pause sein, was so ja ziemlich ansehnlich ist. Weil das schon ein gutes Ergebnis ist für die erste Hälfte. Der passt ins Aus. Ich weiß nicht, ob dieser Spieler wusste, dass das Aus kein Spieler von Real ist, sondern einfach Element des Spielfelds. Aber ich weiß es nicht. Ich verstehe Fußball nicht so gut. Und das wäre fast noch ein weiterer gefährlicher Pass gewesen. Da kommt der Pass nach oben. Der Ball wandert und wandert von Spieler zu Spieler, aber auch zum Newcastle-Spieler. Steilpass, Real ist aber zu schnell da.
Rodrigo an Benzema und zurück. Und der hohe Steilpass an Vinicius, aber der Papst hält den Ball und es wird abgepfiffen zur Pause. Sehr gut, Surfi, bin ich auch mit drauf? Nein, besser so. Vinicius mit dem Tor. Mit dem Ausgleichshelden, nenne ich den jetzt einfach mal Scheißtor. Währenddessen noch ein bisschen essen. Ein sehr glücklicher Spieler, der klatscht auch. Ja. Dann würde ich sagen, ab zur zweiten Hälfte. Jetzt wird angepfiffen und Real nicht mit dem Anstoß, sondern Newcastle United. Newcastle ist da ziemlich alleine vorne. Aber die schaffen es vielleicht doch noch weiter nach vorne zu gehen, als die es vorher waren. Der schießt einfach und trifft! Der trifft von da! Traumtor! Holy fuck! Ich dachte, der wird nach unten passen. Aber nein! Er dachte sich auch, ich baller den rein. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich werde eh gleich wechseln. Ja, das wird er wahrscheinlich nicht. Und mache den von hier rein. Was ein wunderschöner Schuss. Oben links in die Ecke. Sehr, 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 sehr schön. Da wird der Trainer happy sein. So einen Schuss zu sehen. Auch der Trainer von Real Madrid kann es nicht fassen, dass der drinne war. Das war ein sehr guter Schuss. Wahrscheinlich auch der beste Schuss in diesem Turnier. Der wird in diese Geschichte, in meine Geschichte reingehen, als dieser Schuss drinne war. Aber jetzt muss Newcastle diesen Punktestand nur noch behalten und dann ist alles perfekt. Und vielleicht wird Newcastle sogar gleich noch ein Tor schießen, weil die auch schon wieder sehr weit vorne sind. Der Steilpass, sehr gefährlich. Doch die Verteidigung ist sehr schnell da. Doch der nächste Spieler, macht er den? Nein, der kam nicht mal zum Schuss. Der wollte tricksen, aber es hat nicht funktioniert. Real wieder mit dem Angriff. Der könnte nach unten passen. Der passt auch nach oben. Steilpass. Unten ist komplett frei. Die Mitte aber auch. Kommt er dann die Verteidigung vorbei? Der kommt vorbei. Pass. Schuss. Nein. Ist das das Eigentor gewesen? Das Eigentor, glaube ich. Der ging noch rein. Also ich muss das nochmal in der Wiederholung sehen. War das ein Eigentor? Torlinientechnik, ja, ich habe mir schon gedacht, dass es ein Tor war. Ja, yeah, sehr cool. Ja, zoom noch mal ran. Ja. Ich will die Wiederholung aber noch sehen. Okay, danke für die Wiederholung. Sehr cool. Das war ein Eigentor. Ah, Schande. Das muss richtig reinzacken. Und Almiron ist verletzt. Alles ist gerade gegen Newcastle. Von einem Moment zum anderen. Das unglückliche Eigentor und noch die Verletzung und der Ausgleich von Real Madrid. Newcastle hat noch 30 Minuten zu spielen, um noch einen Vorsprung zu kriegen. Sonst muss das Spiel zum Elfmeter. Außer Real macht noch ein Tor, aber diese Chance verblasst relativ schnell. Da wird schön gepasst. Newcastle mit dem Steilpass nach vorne. Da sind aber zwei Spieler an ihm. Es wird schwer durchzukommen. Und es war auch ziemlich schwer. Denn die kamen leider nicht durch. Aber Real muss die Chance jetzt nutzen, damit sie das 3 zu 2 jetzt schießen können. Er wartet, damit sich die Spieler besser positionieren können. Der kommt durch, Steilpass, aber Newcastle fängt diesen Ball auf. Keine Chance. Newcastle wieder mit dem Angriff, mit der Oberhand. Steilpass.
Das war aber nicht wirklich gefährlich. Flanke nach oben und in die Mitte. Der Ball immer noch bei Newcastle. Der wollte in die Mitte passen. Der Pass kam aber zu schwach. Real Madrid wieder im Ballbesitz. Der könnte jetzt einen Steilpass machen für eine sehr, sehr gefährliche Chance. Der trickst aber, kommt nicht an dem Verteidiger vorbei. Das ist sehr unglücklich. Newcastle immer noch mit dem Ballbesitz. Und wird das das nächste Tor sein? Der Verteidiger kommt nicht ran und er schießt. Und drinnen Newcastle 3 zu 2. Newcastle, unglaublich, wie gut die gegen Real Madrid spielen. Er rennt zum Trainer und umarmt ihn. Das ist sehr süß. Hier sehen wir es nochmal. Der Pass hier. Und da kommt der Verteidiger gerade nicht. So ein paar Zentimeter haben gefehlt, um an diesen Ball ranzukommen. Aber der kam nicht ran. Aber der Stürmer und hat den dann daraufhin ins Tor befördert. Real Madrid muss jetzt in den nächsten 15 Minuten ein Tor schießen, um ins Elfmeter zu kommen. Da keine zusätzliche Verlängerung in der ersten Phase stattfinden wird. Die zusätzliche Verlängerung wird erst ab dem Achtelfinale sein, nicht in der ersten Phase. Darum muss jetzt vielleicht kommt jetzt noch ein Tor von Newcastle. Newcastle macht das 4 zu 2. Sehr stark. Da ist er. Der Held. Wellington war es, glaube ich. Keine Ahnung, ich habe den Namen nicht gelesen. Aber irgendwas mit Tin am Ende. Die machen das 4 zu 2 gegen Real Madrid. Das ist unglaublich, was sie da hinkriegen. Unglaublich, was sie auf diesem Spielfeld alles machen können. Da macht ihn noch mal rein. Da sehen wir es noch mal. Der Torhüter kommt nicht ran. Und das 4 zu 2 für Newcastle. Das hat Jonathan war es, okay. Und Real steht hier blass. 10 Minuten für zwei Tore. Unglaublich, was Newcastle United hier bisher gebracht hat. Vielleicht ist Real Madrid einfach noch nicht vorbereitet genug gewesen. Vielleicht ist Newcastle einfach stärker, obwohl das gerade eine gute Chance war. Doch der Fehlpass von der Verteidiger. Aber Real Madrid ist wieder vorne. Ah, der kriegt den Ball aber nicht wirklich. Ah, und der Ball ist immer noch bei Real Madrid und da mache ich rein. Der macht ihn rein. 4 zu 3. Real Madrid, ein weiteres Tor. Dann kommt es zum Elfmeterschießen. Der meditiert. Das ist eine falsche Zeit zum Meditieren. Das hättest du vor dem Spiel machen sollen. Aber hier sehen wir es nochmal. Der Pass und der Schuss unten links. Von, wie heißt der? Valverde. Das könnte doch noch knapp werden. Das könnte noch zum Elfmeterschießen kommen. Wenn Real Madrid in den letzten 8 Minuten noch ein Tor macht, dann kommt es zum Elfmeterschießen. Werden sie das noch hinkriegen? Ich weiß es nicht. Es ist sehr, sehr wenig Zeit. Newcastle muss eigentlich nur noch hinten spielen und die Zeit abwarten. Machen die aber nicht. Die wollen ein weiteres Tor sehen. Aber das könnte denen zum Verhängnis sein, weil Real Madrid wieder am Ball ist. Passt nach oben. Oben. Steilpass nach unten. Das könnte die Torchance sein. Das könnte Ausgleich sein. Aber, obwohl, das könnte doch der Ausgleich sein. Nein, die Verteidigung ist da. Damit ist, glaube ich, dieses Ergebnis besiegelt. Newcastle wird höchstwahrscheinlich dieses Spiel gegen Real Madrid gewinnen. Passt nach unten. Vielleicht wird das auch das nächste Tor. Nein, der Verteidiger ist da. Aber selbst wenn die den reingemacht haben, hätte sich nicht so viel am Ergebnis geändert, glaube ich. Aber das ist wirklich die letzte Chance von Real Madrid. Wenn sie den noch reinmachen, dann kommt es zum Elfmeterschießen. Wird, der rennt. Doch der Verteidiger ist da und blockt die Chance ab.
Das Spiel ist vorbei. Newcastle United gewinnt gegen Real Madrid 4:3. Unglaubliches Spiel. Unglaubliches Ergebnis. Sehr, sehr gut gespielt von allen Spielern auf diesem Feld. Real Madrid hat auch nicht aufgegeben. Nachdem die hinten lagen, haben die nicht aufgegeben. Sie haben immer weiter gespielt. Aber es hat am Ende leider nicht gereicht zum Elfmeterschießen. Die freuen sich. Und hier sehen wir es nochmal. Trotz Eigentor von Newcastle haben sie das Game noch gerissen und das 4:3 noch hingekriegt. Unglaubliches Spiel auf jeden Fall. Das war sehr, sehr gut und auf jeden Fall überraschendes Ergebnis, muss ich sagen. Sehr, sehr überraschend. Das war's auch mit diesem Spiel schon. Das nächste Spiel wird auch sehr, sehr interessant. Denn AC Milan gegen Arsenal. Das wird auch ein gutes Spiel, das versichere ich euch. Also, bis denne, Antenne.